Bedeutung beigemessen. Aber eines Tages, als ich zum Friedhof ging, um das Grab meiner Frau zu besuchen, fand ich es offen vor. Und später sah es sich dann, oder eher das, was von ihr übrig ist. Sie erkannte mich kaum zu mir und bat mich mit ihren Gesten, ihrem miserablen Dasein ein Ende zu bereiten. Aber ich war zu schwach, ich konnte es nicht tun. Bitte könnt ihr auf den Friedhof gehen und ihr leblosen Körper töten, ihre Schmerzen beenden, ihre Seele retten. Ich habe nicht viel, was ich euch geben könnte, aber ich gebe euch alles Gold, das ich besitze. 391 Gold. Naja, das muss ich mir jetzt gerade mal durchlesen. Ich soll eine Frau töten, also eine gequälte Seele, was seine Frau ist. Ich finde es gut und wichtig, dass man sich beteiligt. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, den Kopf zu tun. Ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten. Ah. Es gibt noch etwas zu erledigen. Möge die Macht euer Verbündeter. Der Schmied macht schön weiter seine Waffen. Ist hier oben der Friedhof? Nee, Goblins sind hier. Ja, da gucken wir mal. Ach, hier haben wir wieder einen Checkpot. Nee, diesmal nicht. Schade. Ein Friedhof. Wollen wir uns einfach mal... uns das erdreisten, mal hier einfach überall reinzugucken? Ich habe zwar keinen Drang für Untote zu bannen, aber er hat mich für viele getroffen. Das ist bei Segment 1 auch so gewesen, dass bei diesem Grabstein immer ein wunderschöner Spruch drauf stand. Also was heißt ein wunderschöner Spruch? Immer irgendwas drauf stand. Ein öliger, merkwürdiger Geruch, das sehe ich mir näher an. Gib mir mal die Fackel. Haha, ja. Bei meinen Feuerresistenzen nehme ich sogar mit Drachen auf. Wir gehen besser nicht rein. Was haben wir hier? Ach. Ach, das ist die Frau. Zeig dich mal. Du siehst doch nicht wirklich mal aus wie eine Frau. Naja, beenden wir das einfach mal. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch Gräber. Ha, ich täusche sie und tue so, als wäre ich ein Arztmagier und vollführe einige mystische Bewegungen. Ach, statt kommt ein Vieh raus. Wir gehen rein. Das hat man doch schon. Aber ich habe Gold bekommen. Hat man das schon? Das hat man schon. Hier kann man doch auch rein. Komm, da gehen wir jetzt mal rein. Ich meine, die alte Frau haben wir jetzt ja schon von ihrem Leid erlöst. Da habe ich einen kurzen Augenblick nichts mehr gesehen. Als hat man auch gesehen, dass das Vieh gerade gebrannt hat. Wir müssten wahrscheinlich hier runter. Das wird jetzt wieder eine Aktion. Machen wir es einfach mal so, vielleicht geht es dann besser. Genau. So, ihr Zombies, dann kommt mal her hier. Komplette falsche Attacke drinne gehabt. Was haben wir denn hier? Cool. Oh, hier haben wir sogar ein Skelett. Aber ohne viel stärker. Und hier haben wir nochmal einen anderen Zombie. Der schon ein bisschen stärker ist. Oh. Hölzerne Pike der Erleuchtung haben wir jetzt bekommen. Aha. Modifizierung durch Stangenwaffen. Ja, das haben wir nicht. Machen wir mal jedes Sarg auf. Den Sarg. Nicht das Sarg. Hier die Vase. Ach, hier haben wir einen Zombie.
Das meine ich eben, wenn man öfters mal ein Grab aufmacht, kann es sein, dass da eben Grabstein Radildur DL4 ausgestoßen wegen Völkerei. Kann man da irgendwas machen mit denen? Nö. Ja, da waren wir dann auch mal hier unten gewesen. Und wir nehmen schon fast eine ganze Stunde auf. Noch 2 Minuten. Dann mach ich dann gleich mal eine kleine Aufnahmepause. Ich hoffe ja, dass diesmal der Sound alles hinhaut. Wenn nicht, habe ich echt ein Problem. Da sind wir ja diesmal noch ein Stück weiter. Oh, das ist ja cool. Ich glaube, das ja auch geht. Ah, nein. Haust du ab. Na, dann gehen wir mal wieder zu... Wir haben auch noch einen. Mit noch einem Zombie drinnen. Da steht bestimmt hier auch noch einer. Ah, genau. Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr das gerade gesehen? Und er hat seine Hand verloren. Das ist ja mal... Kann ich den nochmal... Das müsst ihr echt mal zurückspulen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja... Ja, okay. Das finde ich top. Ah, ja, gerade Geschrei gehört. So. Meine Kopfhörer quietschen gerade ein bisschen. So, das müsst ihr sehen. Das haben wir auch schon geöffnet. Was war denn das gerade? Das klang ja jetzt gerade ziemlich... Das muss alles rocken. Ja. Was dachte ich, da sagst du 15 Kobolde. Ah ja. Es hängt. Endlich ein Hochelfenlager. Hier können wir sicher unsere Wunden heilen. Oh, jetzt habe ich aus einer Verzeihung. Jetzt habe ich außerdem mein Mikro nicht ausgemacht. Ich huste an ungern ins Mikro oder rülpse oder schniefe oder... Naja, kennt man manchmal von anderen Let's Playern, dass sie da echt null, naja, Respekt haben und da in das Mikrofon reinhusten und immer... Ich meine, in letzter Zeit mache ich das auch aus Versehen ziemlich oft, aber ich tue es dann meistens immer so ein bisschen heimlich machen. Genauso mit den Husten, ne? Weil das muss doch echt nicht sein, dass man dann irgendwie gerade sein Let's Play anguckt und dann irgendwann im Hintergrund dann einfach nur so ein übelstes Rumgehuste hört. Nee, finde ich nicht schön. Ach, du verfolgst mich. Ja, dann kannst du gleich mal hier alles nehmen. Schädeltrophäe. Ach stimmt, wir wollten ja mal den Insekt oder die Insekt. Das Insekt. Das war ja alles. Wollten wir mal heraufbeschwören. Na mal gucken wir mal. Oh, eine Spinne. So welche habe ich auch schon gesehen, aber die da vorne ist. Na komm, Spinne. Alles Gute auf euren weiteren Wegen. Nimm mal dich mal mit und hier halten die gerade meine Spinne an. Tun wir mal jetzt dir berichten, dass man deine Frau nun endlich... Ihr habt es wirklich vollbracht, ich bin auf der ewigen in eurer Schuld, bla bla bla. Ah, anscheinend sehe ich nicht, aber nee. Ich mache jetzt das mal wieder aus. Götter, ihr Götter, welch ein Vergnügen für mich. Das nervt ja wirklich. Also ich denke mal, ich werde das wirklich... Was haben wir denn hier? Ah, das ist ein Wildschwein. Wie sieht denn das aus? Ach so, da sieht mir der Schnauze so komisch da.
Ich dachte jetzt schon, dass da auch der Eingeweide rausgucken. Nun ja, hier haben wir noch einen gelben. Der stroppt da ja was Schönes. Immer auf die Kleinen. Ja, und dann tropfst du nicht mal was Richtiges. Wir müssen jetzt... Ups. Na. Wieder hier hinter. Hast du jetzt aber unseren Laberstein genommen? Ne, unser Ding brennt ja noch, unsere Waffe. Und wir haben zwei Bücher bekommen. Ein Moment, ich guck da mal schnell nach. Und mache da auch dabei mal schnell was. Unerwartete Nachricht. Das ist ja die Quest, die wir noch hatten. Ich denke mal, die lassen wir auch erstmal außen vor. Die ist erstmal unrelevant. Und dann wahrscheinlich ein lohnender Weg, dass wir die vielleicht nochmal dann nachher machen. Wäre vielleicht angebracht, dass wir wenigstens ein bisschen questmäßig irgendwie auf dem besten sind. Und geht's auch hier schon runter. Ah, stimmt. Ne. Was, Verzeihung, da ist das ja richtig gut. Da sind die Quests, die wir eben noch offen haben, die irgendwann in irgendeiner Map waren, also hier in der kleinen Map, in diesem kleinen Dorf, sind weiter oben und dann geht das eben fortlaufend weiter. So kommen wir auch nicht durcheinander, weil wir dann eben einfach nur eben hier vielleicht noch eine die machen müssten und das war's. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter Richtung Stadt. Weil da werden auf jeden Fall einige Quests auf uns warten. Ja, meine Katze macht gerade etwas Unsinn, wenn man das vielleicht irgendwie ein bisschen hört. Katzen eben. So. Gehen wir mal hier ein bisschen in den Wald hinein. Na, nimmst du es auf. Gut. Und ich sehe... Ne, ich dachte, dass ich einen Pferdestall gesehen habe. Tun wir mal hier die Moves ein bisschen ranlocken. Ach, ist hier eine Höhle? Ja, hier ist eine Höhle. Na, komm schon. Ach, ihr blöden Kobolde. Ihr seid eindeutig zu viele. So, gehen wir mal rein in die Höhle, oder? Na klar. Wieder Spinnen. Was die für Geräusche machen. Ein Geräusch macht niemals eine Spinne. Die machen aber auch laut. Ja. Da hängt's auch schon. Ich glaube, bevor jetzt irgendwie... Na gut, die Spinnen tun wir mal noch machen. Oder? Ja. Mache ich mal noch ein bisschen leiser. Nicht, dass ich auf die falsche Taste komme. Soundeffekte. Machen wir einfach mal Master ein bisschen runter. Müssen Sie die Änderung übernehmen? Ja, natürlich. Ach, hier auch die ganzen Spinnenweben. Und was haben wir? Ja. Da hat so eine Spinne mal so einen Menschen einfach mal eingewickelt. Na, das ist ja lecker. Und dann ausgesaugt. Ganz dreckig. Das machen die natürlich mit uns nicht. Wir wissen uns zu wehren. Ach komm, ihr Viecher. Jetzt haben wir aber auch einige blaue Sachen bekommen. Jetzt guck ich mal nach. Barbarische